Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Sweet Amoris. Ich weiß, es kam jetzt lange, lange, lange nichts mehr. Das liegt daran, dass ich zwischenzeitlich auch noch krank war. Meine Stimme ist immer noch nicht ganz wieder richtig. Wird mir jedenfalls gesagt, ich weiß nicht mehr, wie sich meine richtige Stimme anhört. Ich war 2 Wochen lang heiser. Nee, 1 Woche. Keine Ahnung. Über 1 Woche. Aber jetzt geht's wieder los mit Episode 40 von Sweet Amoris. Leben und leben lassen. Nachdem du dich noch ein letztes Mal von Sweet Amoris verabschiedet hast, wirst du nun endlich deine Freiheit genießen können. Der perfekte Moment, um ein wenig Zweisamkeit mit deinen Freunden zu verbringen. Und endlich auf Tuchfühlig mit ihm zu gehen. Oh Gott, nein. Das hatten wir letztes Mal schon. Das war schrecklich. So, verschieben. So geht's. Gut, wir möchten darauf hinweisen, dass diese Episode sexuelle Inhalte aufweist. Oh Gott! Und diese dennoch ein möglichst großes Publikum zugänglich zu machen, haben wir versucht, alles zu schockierende Szenen zu vermeiden. Vielen Dank für euer Verständnis und viel Spaß bei der Episode. Okay. Wir tanzten bis zum Ende. Trotz seiner anfänglichen Zurückhaltung stellte sich Kenton als guter Tänzer heraus. Er war ein wirklich magischer Abend. Leider hat alles Schöne auch ein Ende und die Schule wird in wenigen Augenblicken geschlossen. Wir müssen allmählich Schluss machen. Ich danke euch alle für diesen tollen Abend. Das war eine tolle Erfahrung. Will ich mir das ein oder das Herr Faraway ist wirklich traurig. Ich glaube, er hat seinen wahren Beruf verfehlt. Wieso ist es so schön, wenn Lehrer trauern, wenn Schüler... Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist er nur wegen der Party traurig. Soll ich dich nach Hause bringen? Gerne. Meine Eltern hassen dich. Bring mich doch nach Hause. Seine Eltern hassen mich. Warte, welcher ist er hat mit wem? Keine Ahnung. Ich holte meine Sachen aus dem Spind und wir gingen in Richtung Ausgang. Mein Vater hasst ihn. Gut, Hofnacht. Als wir aus dem warmen Saal nach draußen kamen, begann ich zu frösteln. Hier, nimm meine Jacke. Danke, du hast die immer noch an. Ich atmete tief ein, um seinen Duft aufzusaugen. Dann verließen wir die Schule. Duft. Gut, gehen wir nach Hause. Als er vor meiner Haustür ankam, hatte ich keine Lust, ins Haus zu gehen. Dieser Abend ging viel zu schnell vorbei. Ich hätte mir gewünscht, er würde nie enden. Stimmt, ich hatte schon lange nicht mehr so viel Spaß. Und es war toll, mit dir zu tanzen. Man kann auch Spaß haben, ohne in einen zwielichtigen Club Unbekannte blöd anzumachen. Ach komm, nee, wir machen ihn wieder darauf aufmerksam. Er braucht nicht viel, um mit Freunden Spaß zu haben. Danke, dass du gekommen bist. Ohne dich wäre der Abend nicht derselbe gewesen. Ich hätte mir das um keinen Preis entgehen lassen. Ich mache mir trotzdem Sorgen wegen dem, was du mir erzählt hast. Bist du wirklich heimlich abgehauen, um herzukommen? Ja, mir blieb nichts anderes übrig. Mein Vater hätte mich niemals gehen lassen. Er ist immer noch wütend, weil ich die Prüfung verhauen habe. Aber die Nachprüfungen sind doch jetzt vorbei und du hast sie glänzend bestanden. In ein paar Tagen bekommst du dein Zeugnis. Ich weiß, aber es kann nur schwer akzeptieren, dass ich beim ersten Mal durchgefallen bin. Deshalb habe ich immer noch Hausarrest. Ich schmiege mich an ihn. Es lädt. Ach nein, nicht schon wieder. Das hatten wir schon mal. Es geht aber. Das tut mir leid für dich. Ich hoffe, du bekommst keine Probleme mehr. Wenn ich meinen Vater kenne, mache ich mir nicht allzu große Hoffnungen. Aber dieser Abend war jede Lüge wert. Kenton umarmt mich und schlang seine Arme um meine Taille. Aber ich hätte es nicht ertragen, dich in diesem wunderschönen Kleid tanzen zu sehen. Er streichelt mir zärtlich über die Wange. Ich glaube, wir haben uns in der Zwischenzeit umgezogen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich anhatte für ein Kleid, bis die letzte Folge schauen. Guten Abend. Oh, Papa! Ich wollte euch nicht stören. Ich hatte noch eine Sitzung im Büro. Ich dachte, sie würde gar kein Ende mehr nehmen. Es ist wirklich sehr spät. Papa sah Kenton an, seinen Anzug schien ihn zu beantrucken. Dann sah er mich gerührt an. Ihr beide seht wirklich gut aus. Papa wirkt plötzlich ganz bewegt. Ich weiß nicht warum, aber ich wurde rot. Gut, ich gehe mal besser ins Haus, sonst kippe ich nachher vor auch vor Müdigkeit um und ihr müsst mich in mein Bett tragen. Warte, ich komme mit. Ich drehte mich zu Kenton um und küsste ihn Teddy auf die Wange. Danke für den schönen Abend. Ab nach Hause. Na so, was, meine beiden Nachtrollen kommen gleichzeitig nach Hause? Naja, ich fürchte, einige hatten mehr Spaß als andere. Erzähl mal, wie ist es gelaufen? Naja, Robert hat die Sitzung wieder endlos in die Länge gezogen. Hört sich einfach gerne reden. Philipp. Ich möchte dich zwar nicht verletzen, aber ich muss zugeben, dass ich eigentlich den ganzen Abend gespannt darauf gewartet habe, zu erfahren, wie deine Sitzung war. Meine Frage richtet sich eher an deine Tochter. Oh ja, sicher, entschuldige. Und? Es war einfach magisch. Herr Forays ist ein toller DJ, wir haben den ganzen Abend getanzt. Herr Forays, dein Geschichtslehrer? Ja, er war einfach nur genial. Ich bin wirklich traurig, dass er schon vorbei ist. Nie wieder Schule und meine Freunde. Als ich in Sweet Amoris ankam, hätte ich nicht gedacht, dass es mal so schwierig werden würde, von der Schule Abschied zu nehmen. Ich verstehe dich, mein Schatz. Aber es ist doch toll, dass du eine so schöne Zeit auf dieser Schule hattest. Außerdem heißt das nicht, dass alles vorbei ist. Ja, das hoffe ich. Ich bin ziemlich K.O. Ich gehe besser schlafen. Gute Nacht euch beiden. Ich gab meinen Eltern einen Kuss und ging dann in mein Zimmer. Schlafzimmer. Ich legte meine Sachen auf das Bett und betrachtete mich im Spiegel.
Ich muss gestehen, dass ich mich in diesem Kleid auch wirklich hübsch finde. Ich hoffe, ich werde bald noch einmal Gelegenheit haben, es zu tragen. Schweren Herzens begann ich, das Kleid auszuziehen. Dann setzte ich mich in Unterwäsche auf mein Bett und sah mich wieder im Spiegel an. Ich hatte ein wenig Lippenstift auf der Wange, die sicher von Jens stammte. Auf meinen Augenlidern war noch ein bisschen Glitzer. Mit meinen Abschminktuch entfernte ich langsam die letzten Spuren des Balls von meinem Gesicht. Dann löschte ich das Licht und legte mich hin, aber ich war noch zu aufgewühlt, um einschlafen zu können. In meinen Ohren pochte noch immer der Basta-Lautsprecher. Ich schloss die Augen. Kenton. Ich sah sein Lächeln vor mir und seine Augen, die mich im Scheinwerferlicht ansahen. Seine Hände streichen langsam über meinen Rücken und meine Hüften, während wir tanzten. Ich erschauderte leicht. Plötzlich wünschte ich mir nichts sehnlicher, als dass er hier bei mir wäre, in meinem Bett. Ich wollte die Zärtlichkeit und Leidenschaft unseres Tanzes noch ein bisschen festhalten. Am nächsten Tag wurde ich vom Krähenklingeln meines Telefons geweckt. Noch ganz verschlafen tastete ich auf dem Nachttisch nach meinem Handy. Bis ich es fand, hatte der Anruf aufgelegt. Ich sah auf dem Display 5 verwasste Anrufe, alle von Kenton. Ich setzte mich ruckartig auf und hörte die Nachrichten an, die er mir auf die Mailbox gesprochen hatte. Als ich gestern Abend nach Hause kam, erwartete mich mein Vater schon. Er war außer sich darüber, dass ich einfach abgehauen bin. Er droht mir damit, mich wieder auf die Militärschule zu schicken. Ja, trug es nicht mehr, mich weiter von ihm anbrüllen zu lassen. Deshalb bin ich rausgegangen. Komm zu mir in den Park, wenn du kannst. Küsse. Oh nein, Kenton wirkte vollkommen aufgewühlt. Ich besuche ihn lieber gleich, um sicher zu gehen, dass alles in Ordnung ist. Will ich mich nicht anziehen? Nein, will ich nicht. Gut, als ich das Haus verließ, dachte ich noch einmal über Kentons Nachricht nach. Er drohte damit, mich wieder zurück auf die Militärschule zu schicken. Ich verkrampfte mich innerlich und versuchte, mich zu beruhigen. Das würde sein Vater nie wagen, oder? Doch, er hat schon einmal getan. Kenton! Hey, danke, dass du gekommen bist. Wir setzen uns am Eingang des Parks auf eine Bank. Was ist passiert? Mein Vater ist völlig ausgeflippt, weil ich ohne seine Erlaubnis zum Ball gegangen bin, obwohl ich Hausarrest hatte. Er hat mich angebrüllt und damit gedroht, ab sofort härter durchzugreifen. Er meinte, wenn mir der Hausarrest nicht genügen würde, müsste er eben zu härteren Maßnahmen greifen. Härtere Maßnahmen? Und was meint er damit? Wer weiß, es tut mir leid, keine Sorge, der beruhigt sich schon wieder. Und was sagt deine Mutter dazu? Meine Mutter? Die hütet sich davor, sich einzumischen. Und letztlich kann sie auch nichts tun, schließlich habe ich gelogen. Er hat guten Grund dazu, wütend zu sein. Aber dass er sich gleich so aufregt. Ja, er übertreibt es, aber so ist mein Vater eben. Ich sah ihn nur schweigend an und nahm seine Hand. Wie denn auch sei, eins ist sicher, dein Vater kann dich gar nicht zurück auf die Militärschule schicken. Du bist volljährig, du kannst selbst entscheiden. Ja, das stimmt. Jedenfalls geht er mir ganz schön auf die Nerven. Zum Glück fahren meine Eltern ab morgen übers Wochenende weg. Dann habe ich meine Ruhe. Ja, wenigstens etwas. Ich bin froh, dass du da bist. Es tut mir gut, mit dir zu sprechen. Oh wow, er hat Sturmfrau. Ich weiß, wo wir schlafen werden. Also, mit wem ich, wo, wann. Ihr wisst, was ich meine. Kenton nahm mich in den Arm. Ich gab ihm einen leichten Kuss auf den Mund und lächelte schüchtern. Umso besser, dass du seine Freundin schließlich auch da. Ja, wir hielten uns eine Weile lang im Arm, genossen die morgendliche Ruhe. Da richtete sich Kenton plötzlich auf, er wirkte angespannt. Aber, was? Da vorne ist mein Vater, mit Cookie. Oh nee, der gibt nicht den Hund ab, oder? Was, wo? Komm mit! Und ein weiteres Wort ging Kenton auf den Ausgang des Parks zu. Das ist eigentlich der Eingang des Parks. Wo ist denn der Ausgang des Parks? Wahrscheinlich doch auch. Vielleicht ist der Ausgang auch der Eingang. Ich habe keine Ahnung. Hier ist das Café. Hier sind die Geschäfte. Da sind sie. Papa! Ach, sieh an, der verlorene Sohn. Was machst du hier? Warum ist Cookie bei dir? Stell dir vor, junger Mann. Heute Nachmittag bringe ich Cookie dorthin zurück, wo er herkommt. Was? Du hast mich schon richtig verstanden. Ich bringe Cookie zurück in die Tierhandlung. Die nehmen keine Hunde zurück. Aber warum? Dass selbst dein Verhalten würde keine Konsequenzen haben? Wenn mit dem Feuerspiel verbrennt man sich auch die Finger, so ist das. Aber Papa, das kannst du nicht machen. Und ob ich das kann? Mit schnellen Schritten ging Kenneths Vater davon und zog Cookie hinter sich her, der klagend in Kenneths Richtung bellte. Das war hilflos stehen geblieben. Cookie, hol deinen scheiß Hund zurück, die nehmen den eh nicht zurück. Das kann nicht wahr sein. Ich schüttelte ihn energisch. Kenton! Das darfst du nicht zulassen. Was machst du jetzt? Willst du ihn einfach so gehen lassen? Das darfst du nicht zulassen. Ich näherte mich ihm behutsam und legte ihm meine Hand auf die Schulter. Kenton, du vertraust mir doch, oder? Ja, natürlich. Warum fragst du das? Komm mit. Wohin gehst du? Wir gehen in die Tierhandlung und nehmen Cookie gleich wieder mit. Vor dem Haus, Eingang Park, vor dem Haus. Geschenkshop. Wo ist denn die Tierhandlung? Geschäfte. Wo ist denn die Tierhandlung? Gehen wir Kenton in die Tierhandlung. Ja, super. Wo ist denn die Tierhandlung? Oh, Tierhandlung. Ja, wahrscheinlich. Muss ich wieder übelst lang drücken oder bin ich einfach blöd? Ja, klar, es ist nicht mehr im Geschäft, sondern im Park. Entschuldigung.
Auf dem Weg zu Tieren kehrte er mich auf die Farbe in Kens Gesicht zurück. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass du mir helfen willst, Dani. Aber ich bezweifle wirklich, dass wir es schaffen werden, ihn umzustimmen. Das werden wir. Du wirst es schaffen. Cookie ist dein Hund. Niemand hat das Recht, ihn dir wegzunehmen. Unter welchem Vorwand auch immer. Ja, da hast du recht. Ich verstehe sehr gut, dass mein Vater mich dafür bestrafen will, wie ich mich in letzter Zeit verhalten habe. Wie du weißt, war es ja ziemlich daneben. Das kannst du laut sagen. Oh Gott, dass ich abgehauen bin, um zum Abschlussball zu gehen. Aber in dieser Sache muss ich mich gegen ihn durchsetzen. Für Cookie. Er wirkt aber nicht besonders überzeugt, dass ihm das auch gelingen wird. Als er in die Tierhandlung ankam, versuchten wir Kennys Vater ausfindig zu machen. Er muss bei den Katzen und Hunden sein. Da nichts wie hin. Warte! Ken stand wie angewurzelt da und sah hilflos aus. Was soll ich ihm denn sagen? Ich meine, mein Vater, ich dachte kurz nach. Versuch ganz ruhig mit ihm zu reden. Sag ihm einfach, dass er nicht das Recht hat, sowas zu tun. Sag ihm, dass es dir leid tut. Er hat nicht das Recht. Du musst ihm zeigen, dass du dich nicht von deiner Drohung beeindrucken lässt. Du hast sicher recht. Ich habe immer recht. Gut, lass uns gehen. Und wenn ich nicht recht habe, habe ich keinen Hund mehr. Also er hat keinen Hund mehr. Zwischen den Nagetieren. Aber wir können Frettchen kaufen. Das da und das da und das da und das da. Wir nehmen alle. Bei den Hamstern. Die waren falsch gehalten. Das Kaninchen. Das Kaninchen. Das Kaninchen. Das Kaninchen. Das Kaninchen. Und die Mäuse da können wir auch noch nehmen. Kent und ich näherten uns Gillis, die sich gerade mit dem Verkäufer unterhielt. Ich bin nicht sicher, ob ich ihre Frage richtig verstehe. Kent räusperte sich und ging auf die Beine zu. Er wirkte sehr entschlossen. Papa, das kannst du nicht machen! Das Hündchen, das Kätzchen, das Kätzchen, das Hündchen und das Kätzchen. Du kannst mir nicht meinen Hund wegnehmen, nur weil ich eine Dummheit begangen habe. Das ist ungerecht und ergibt keinen Sinn. Willst du wissen, was keinen Sinn macht, junger Mann? Seine Eltern anzulügen und dann trotz Hausarrest heimlich abzuhauen? Ich bin dein Vater und erwarte Respekt von dir. Und wenn du dachtest, du könntest mich umstellen, indem du hier auftauchst, kannst du mich wirklich schlecht. Und jetzt lass mich bitte weiter mit der Dame hier reden. Bestürzt drehte sich Kenny zu mir um. Ich ging zu ihm und fasste seine Hand. Ich sah ihm direkt in die Augen und ermutigte ihn, es doch einmal zu versuchen. Ich habe großen Respekt vor dir, Papa. Deshalb fällt es mir auch so schwer zu verstehen, warum du das hier tust. Du weißt genau gut, so gut wie ich, dass Cookie nicht für meine Dummheit bezahlen sollte. Weiter. Ich weiß, ich habe mich in der letzten Zeit unmöglich benommen und ich hätte nicht ohne eure Erlaubnis zum Abschlussball gehen sollen. Du hast also allen Grund, wütend zu sein und mich dafür zu bestrafen. Aber bitte, bestraf nicht stattdessen Cookie. Er hat damit nichts zu tun. Es ist schade für Cookie, aber ich hoffe, das wird ja eine Lehre sein. Ich sah hinunter zu Cookie, der sich ganz ruhig verhielt, als sei ihm der ernste Lage bewusst. Tut mir leid, mein Lieber, aber die Sache scheint für dich entschieden. Kennys Vater ist noch empfindlicher als sein Sohn. Nein! Als ich den Kopf hob, sah ich Kennys Blick. Er war hart und unergründlich. Ich wiederhole noch einmal. Ich habe meine Lektion gelernt. Mein Verhalten tut mir wirklich leid. Aber Cookie ist ein Lebewesen und kein Gegenstand, den du nach Belieben umtauschen kannst. Das entscheidest nicht du. Bitte, Verkäuferin, misch dich ein, dass keine Hunde zurückgenommen werden. Entschuldigen Sie, ich glaube, jetzt habe ich Ihre Frage verstanden. Sie wollen wissen, wie Sie den kleinen Hund wieder bei uns abgeben können? Es tut mir sehr leid, aber das wird nicht möglich sein. Wir nehmen keine Tiere zurück. Ich liebe die Frau. Wenn Sie das Tier wirklich wieder loswerden möchten, dann müssen Sie es ins Tier einbringen. Ich hasse die Frau und dort die entsprechende Gebühr bezahlen. Ich hielt es nicht mehr aus, ich schüttelte den Kopf und mischte mich schließlich ein. Es tut wirklich leid, soweit würden Sie wohl doch nicht gehen. Diese ganze Sache ist lächerlich. Diese ganze Sache ist lächerlich und er hasst mich gleich. Das ist ein Hund aus Fleisch und Blut und nicht irgendein Gegenstand, das man einfach wegwerfen kann. Ich verbitte mir diesen Ton, junge Dame. Ich bin nicht dämlich. Ich weiß, dass ein Tier kein Objekt ist. Wow, das fängt ja gut an zwischen Schwiegerpapa und mir. Meine Herrschaften, ich fürchte, ich kann Ihnen nicht weiterhelfen. Ich muss mich wirklich um die anderen Kunden kümmern. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Gut, vergessen Sie es. Mein Sohn ist genauso stur wie seine Mutter. Er würde mir nie verzeihen, dass ich seinen Hund weggegeben habe. Und ehrlich gesagt bin ich nicht mal sicher, ob ich es mir selbst verzeihen würde. Kenton ließ meine Hand los und fiel seinen Vater um den Hals. Danke, Papa. Du brauchst dich nicht zu bedanken. Du kommst stattdessen einen Monat Hausarrest. Oh je, er meint es wirklich ernst. Und wann soll ich Kenton dann sehen? Hoffentlich überlegt Gillis es sich mal nochmal anders. Jedenfalls verließen wir schließlich die Tierhandlung. Natürlich musste Kenton sofort mit seinem Vater nach Hause gehen und konnte mich nicht noch ein Stück begleiten. Bei Abschied versprach Kenton mir, am Abend zu schreiben, sobald sich die Lage ein wenig beruhigt hatte. Ich ging den ganzen Weg allein zurück nach Hause. Auf dem Nachhauseweg dachte ich drüber nach, dass ich mich mit meinen Eltern wirklich Glück hatte. Auch wenn sie manchmal streng waren, war das noch im Vergleich zu anderen Eltern, wie zum Beispiel denen von Kenton. Außerdem haben mir meine Eltern in letzter Zeit ziemlich viele Freiheiten gelassen. Ich finde es schön, dass sie mir so vertrauen. Über diesen Gedanken schlief ich am Abend ein. Ich verschlief den Großteil des nächsten Tages. Dann unterhielt ich mich mit meinen Eltern über meine Pläne für die Zeit nach den Abis. Unterhalte ich mich aber morgen mit, denn wir lesen noch eine Nachricht, weil meine Stimme gerade abkrabbelt.
Hey Dan, ich liebe deine Videos und schaue gerade alles wieder Moos-Folgen nach. Bin zurzeit bei Folge 90. Ich höre nie, nie, nie mit YouTube auf. Hey Dan, ich gehe morgen unsinniger Donnerstag als Hahn in die Schule. Also ein Ganzkörperanzug. Unsinniger Donnerstag? Was ist denn das? Ich habe gerade mein Date verpasst, nur wegen dem Kleid. Ich wollte schon das andere nehmen, aber dann habe ich mich erinnert, dass jeder bei dir sagt, dass man das teure nehmen soll. Ich habe oben die Klammern vergessen. Und ich habe schon das ganze Outfit von Cassie. Ich finde die Haare aber nicht so schön. No hate an alle, die kurze Haare haben. Auf jeden Fall habe ich das Outfit an. Kann Suri schreiben? Suri ist der süße Hund der Welt, die schläft. Es ist gerade 13.49 Uhr. Hey Dani, wie findest du das Osterevent? Also ich fand das Weihnachtsevent besser. Ich finde es echt toll, dass du AO spielst. Hey Dani, wann nimmst du jetzt wieder Moritz auf? Ja, Leute. Hey, Susu schläft schon. Und wir gehen jetzt auch gleich schlafen. Wir müssen morgen früh raus in die neue Wohnung. Wenn ihr mal unsere neue Wohnung sehen wollt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Dann kann ich Ihnen Roomtour machen und bis zum nächsten Mal. Ciao.